Sie entfernte sich. Doch Zakaria alayhi salam bemerkte es. Er bemerkte etwas. Er bemerkte, dass ihr Bauch größer wurde. Und Zakaria war der Mann ihrer Schwester. Er sagte zu ihr: O Mariam, kann eine Pflanze ohne Saat entstehen? Sie sagte: Ja. Wer hat die erste Pflanze erschaffen? Dann sagte er: Ich habe eine zweite Frage. Kann eine Frau ohne Beischlaf schwanger werden? Kann eine Frau schwanger werden, ohne dass sie mit ihrem Mann schläft? Sie sagte: Ja. Sie sagte: Ja. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen und Adam hatte keine Mutter und keinen Vater. Allah erschuf Adam, ohne dass Adam eine Mutter und einen Vater hatte. Als die Tage vergingen und die Entbindung, der Tag der Entbindung näher rückte, verließ sie ihr Stamm, entfernte sie sich von den Menschen und sie ging an einem Ort namens Beit Lahem. Das ist in Palästin. Sie setzte sich unter einen Palmenbaum, unter einer Palme. Und als die Wehen einsetzten, fing sie an zu weinen. Sie weinte und sagte: Ja, leitani mittu qabla hada, wa kuntu nasyan mansiya. Wäre ich schon längst tot, wäre ich gar nicht auf dieser Welt, bevor mir dies passiert. Warum weinte sie? Sie weinte und wünschte sich den Tod, weil sie Angst hatte, ihre Religion zu verlieren. Sie sagte sich: Lieber sterbe ich, anstatt meine Religion zu verlieren, anstatt ich diese Prüfung nicht bestehe. Lieber sterbe ich. فناداها من تحتها. Doch als sie ihren Sohn bekam, sprach ihr Sohn zu ihr. Er sagte zu ihr: Sei nicht traurig. Sei nicht traurig und weine nicht, Mutter. Sei nicht traurig und weine nicht, Mutter. Und sehe um dir, sehe neben dir, trink aus diesem Fluss und esse aus dieser Palme. Und wenn jemand dich fragt, so sage, dass du fastest. Und wenn du das sagst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir beistehen. Die Gedanken kamen ihr wieder zurück. Was soll mein Volk? Was soll ich den Menschen sagen? Also nahm sie ihr Kind in ihren Händen. Und sie ging wieder zurück zu ihr Volk. Und sie trug ihr Baby, ihr Kind auf ihren Arm. Und da sahen sie, sie schauten sie an und sagten zu ihr: O Mariam, wo warst du so lange? Was ist das, was du auf den Arm hast? Wessen Sohn ist das? Du bist eine Gottesfürchtige. Dein Vater war kein schlechter Mensch. Und deine Mutter hat kein Unzucht betrieben. Und du bist die Schwester von Harun. Sie sagte kein Wort. Sie zeigte nur auf ihren Sohn. Und als sie auf ihren Sohn zeigte, wurden sie wütend. Wurden die Kinder Israels wütend. Sie sagten zu ihr: Wie sollen wir mit einem Neugeborenen reden? Sie dachten, dass Mariam
sie auf den Arm nehmen möchte. Wie sollen wir mit einem Neugeborenen reden? Da sprach Isa alayhi salam. Isa sprach plötzlich und verteidigte seine Mutter. Und das Erste, was aus seinem Mund kam, er sagte, inni Abdullah, atani al-kitab, waja'alani nabiyya, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Er sagte, ich bin der Diener Allahs. Das erste Wort, was aus seinem Mund rauskam, dass er gesagt hat, ich bin der Diener Allahs. Doch dieses Wunder reichte ihnen nicht aus. Ein Kind, ein Neugeborenes, redet eine Sprache, die jeder verstanden hat. Das ist ein Wunder. Doch dieses Wunder war nicht genug. Statt Allah subhanahu wa ta'ala zu danken für dieses Wunder, statt Allah subhanahu wa ta'ala für dieses Wunder sich bei ihm zu bedanken, nahmen sie Isa alayhi salam als ihr Feindbild. Und Isa alayhi salam wuchs wie ein normales Kind. Er wuchs wie ein normales Kind. Eines Tages, als er mit seinen Freunden spielte, und ihm geschahen auch Wunder in dieser Zeit. Und er sagte immer seinen Freunden, was ihre Eltern für sie versteckt haben. Einmal sagte er zu einem Spielkameraden von ihm, deine Mutter hat für dich eine Überraschung versteckt. Sie versteckte für dich das und das und das. Rannte das Kind zu seiner Mutter und weinte so lange, bis seine Mutter ihm sein Geschenk gab. Doch die Eltern dieser Kinder betrachteten Isa nicht als Vorbild, sondern sagten zu ihren Kindern, das ist ein Zauberer. Spielt nicht mit ihm. Eines Tages, als Isa mit seinen Freunden spielen wollte, suchte er sie, er klopfte an der Tür. Die Eltern machten auf. Er fragte nach seinen Freunden. Sie sagten, sie sind nicht hier. Da sagte er zu ihnen, und wer ist im Haus? Sie sagten, das sind Schweine. Da sagte Isa, dann sollen sie auch Schweine sein. Und sie wurden auch Schweine. Isa, alayhi salam, geschahen viele Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen Wunder. Wie jeder Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala schickte. Er machte für sie Vögel aus Lehm. Vögel aus Lehm, wo er danach in ihnen hineinrauchte und sie konnten dann fliegen mit Hilfe Allahs. Und wenn er einen Blinden sah, hat er auf die Augen des Blinden gestrichen. Und die Blinden konnten danach sehen mit Hilfe Allahs. Und wenn zu ihnen ein Leprakranker kam, streichte Musa auf seine Haut und er wurde wieder gesund mit Hilfe Allahs. Und er konnte die Toten zum Leben erwecken mit Hilfe Allahs. Einmal lief Isa alayhi salam und er sah eine alte Frau. Sie saß an einem Grab, neben einem Grab und weinte stark. Er sagte zu ihr, was hast du? Warum bist du traurig? Warum weinst du? Sie sagte, das ist das Grab meiner Tochter. Sie verstarb sehr jung und ich liebe sie sehr. Und ich habe geschworen, ich werde so lange an ihrem Grab sitzen, bis ich sie entweder lebendig sehe oder selbst hier sterbe. Da sagte Isa a.s. zu ihr, wenn ich sie zum Leben erwecke, glaubst du an meine Botschaft? Sie sagte ja. Da sagte Isa a.s. zu der Toten, steh auf. Dann sagte er zum zweiten Mal, steh auf. Dann sagte er zum dritten Mal, steh auf. Ihr Grab spaltete sich. Und das Mädchen kam raus, ängstlich, mit grauen Haaren. Er sagte zu ihr, warum hast du so lange gebraucht, bis du rauskamst? Ich habe dich dreimal gerufen. Da sagte sie,
Ich habe zuerst einen Schrei gehört. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala mich zusammengesetzt. Dann hörte ich einen zweiten Schrei. Da stand ein Engel neben meinem Kopf. Und dann hörte ich einen dritten Schrei. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala mir meine Seele zurückgegeben. Anschließend dachte ich, dass der Tag der Auferstehung da ist. Deswegen bekam ich graue Haare vor Angst. Die Mutter, als sie ihre Tochter sah, bekam sie Angst. Sie bekam Angst, aber gleichzeitig hat sie sich gefreut, dass sie ihre Tochter sah. Da sagte ihre Tochter zu ihr: Mutter, sei geduldig. Sei geduldig. Möchtest du, dass ich den Tod zweimal koste? Möchtest du, dass ich den Tod zweimal koste? Sei geduldig. Dann anschließend sagte diese Tochter zu Isa a.s.: O Gesandte Allahs, bitte Allah subhanahu wa ta'ala drum, dass er mir den Tod erleichtert. Anschließend ging sie wieder in ihren Grab zurück. Isa a.s., ihn hat Allah subhanahu wa ta'ala viele Wunder gegeben, damit er die Kinder Israels, damit die Kinder Israels an ihn glauben. Doch nicht alle glaubten an Isa a.s. Viele glaubten an ihn, aber die meisten waren ungläubig. Die meisten von ihnen waren ungläubig. Und als die Botschaft von Isa a.s. ihnen zu viel wurde und sie seine Botschaft nicht mehr ertragen konnten, gingen sie zum König dieser Zeit, in ihrer Zeit, und baten ihn darum, Isa a.s. zu verhaften und umzubringen. Und so kamen sie zu Isa a.s. Isa saß mit seinen Jüngern, 12 Jüngern, und er sagte zu ihnen: Wer möchte an meiner Stelle sterben? Und er ist mein Freund im Paradies. Keiner stand auf, außer der Jüngste von ihnen. Er sagte: Ich, Gesandter Allahs. Er sagte zu ihnen: Du bist noch jung, setz dich. Dann fragte Isa das zweite Mal die gleiche Frage: Wer stirbt an meiner Stelle? Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm mein Aussehen. Er stirbt an meiner Stelle und er ist mein Freund im Paradies. Niemand antwortete, außer dieser Junge, der Jüngste von allen. Er stand auf, Isa sagte zu ihm: Setz dich, du bist noch zu jung. Isa fragte a.s. das dritte Mal die gleiche Frage. Und da kam nur dieser junge Mann. Und bevor Allah subhanahu wa ta'ala Isa in den Himmel hoch nahm, veränderte Allah subhanahu wa ta'ala das Aussehen dieses jungen Mannes. Und er sah genauso wie Isa aus, alayhi salam. Anschließend nahm Allah subhanahu wa ta'ala Isa zu sich. Allah subhanahu wa ta'ala nahm Isa in den Himmel hoch. Und dieser junge Mann verstarb anstelle von Isa. Die Mutter von Isa, Maryam, dachte, dass Isa derjenige, der gekreuzigt wurde. Sie weinte stark und ihre Schwester weinte. Und während sie auf der Straße lief, stand vor ihr ein Mann. Sie erkannte ihn. Es war Jibril. Das war der gleiche Mann, der ihr diese Botschaft gab, bevor sie schwanger wurde. Sie sagte: O Jibril, was willst du? Er sagte ihr diese frohe Botschaft. Er sagte ihr: Isa alaihi salam ist nicht tot. Isa alaihi salam hat Allah subhanahu wa ta'ala hochgenommen. Das ist nicht Isa, der starb. Isa wird zurückkommen. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Allah subhanahu wa ta'ala berichtete im Koran, dass er Isa zu sich hochnahm.